Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute wie immer mit Michi, aber heute haben wir noch eine Besonderheit. Die Familie ist da, ich habe Urlaub. Und es wird ein bisschen lauter werden im Hintergrund, aber das macht uns ja gar nichts. Moin Michi. Glückliche, moin moin Leute. Ich habe leider keinen Urlaub, ich habe Spätschicht und muss nachher gleich zur Arbeit. Fuck. Ja, das ist ein bisschen assi, aber nee, ja. Kommt man nicht drum rum, ich sollte was zu essen mitnehmen. Los, Freunde. Ja, wir haben seit der letzten Aufnahme, sprich Blutnacht, ein bisschen weiter gewuselt. Wie auch mit der Blutnacht, Alter. Das war so Ja, es war ein riesen Abfuck. Aber ich hoffe, die nächste wird tatsächlich besser. Ach, da ist auch mein Hund. Schön. Denn die Basis wurde etwas erweitert. Was ist das denn hier? Warum liegt hier was auf dem Boden? Weg damit. Sieht man vielleicht schon. Ich muss gerade echt überlegen, wie es hier aussah bei der letzten Folge, aber auf jeden Fall war die Garage noch nicht da. Also auf jeden Fall hast du hier offline ganz gut was auf die Beine gestellt. Tage genutzt, ne? Wir haben ordentlich Munition gecraftet. Kann man echt als gelungen darstellen. Wenn man hier mal nach oben guckt, hier die Fensterreihe und so. Ne, also der Ragnar hat da schon so ein bisschen drauf, Leute. Ihr solltet unbedingt abonnieren. Macht Spaß. Ja, ich glaube, die Fensterreihe war tatsächlich schon, aber halt der Offroader ist neu, denn die Garage ist neu. Und wenn man hier hochkommt, tatsächlich, haben wir noch was Neues. Das gab es vorher auch noch nicht. Zum einen unsere coolen beiden Baumhäuser, die wir gebaut haben. Ne, so dass man hier vorne die Tür ein bisschen besser verteidigen kann. Ja. Und wir haben ja hier noch einen Blutnachtturm. Ja, tatsächlich. Indem wir uns cool verschanzen können. Und wo erstmal dann keiner rankommt. Und den wir auch noch ein bisschen mit Geschützen präparieren wollen. Hallo Nettie. Die Frau hat auch Urlaub, ist total toll. Sag hallo Internet. Hallo Internet, unser Kind steht voll auf Korn. Ohne, das ist schön. Auf Korn? Auf Korn. Wie auf Korn? Doch. Ach so, ich dachte, du meinst Doppelkorn. Wäre auch gut. Aber dann schläft sie besser. Ja, kann man denn Doppelkorn trinken? Du? Ja. Danke. Ja, dann haben wir hier mittlerweile ein Feld. Und ja, die Möglichkeit, jetzt endlich mal ein bisschen weiter wegzufahren. Und ich würde, ja, da hört man dann auch meine Frau meckern. Kann sie auch gut. Kann sie sehr gut. Bevor wir irgendwo hinstarten, was hast du jetzt eigentlich vor? Ich weiß nicht, wir suchen uns eine schöne Ecke und machen die weg. Und warum hast du nichts zu essen? Mein Charakter hat Hunger. Im Feuer liegen 5 Speck für dich. Speck. Außerdem sind wir bei 7 Days ja mittlerweile so weit, dass es eh alles scheißegal ist. Ja, tatsächlich. Bei meiner Base warst du ja auch schon mal zu Gast, weil übrigens... Ja. Der lustig, den hast du gesehen. Wenn man einfach nur ein bisschen auf Loot skillt, dann braucht man sich quasi gar keine Basis bauen, weil man alles zusammenfindet. Wusste ich auch nicht, dass das so ist, aber ich habe alles, was ich habe, einfach nur gefunden. Ja, mich nervt es tatsächlich. Also ich finde es scheiße. Oh, ich sehe gerade, unser Auto ist noch voll. Das ende ich gerade mal noch. Was ich einfach kacke finde, ist, dass die Basen, so wie in jedem Aufbau-Survival-Crafting-Game, einfach nur da sind. Ja. Das hat mich in The Forest genervt, das nervt mich in 7 Days, das hat mich in Conan Exiles zum Beispiel hat's mich genervt. Du baust dir mühevoll irgendwas Riesiges zusammen und es ist einfach nur da, es hat nicht mal Nutzen. Ja, tatsächlich. Das ist... Irre assig, aber ich habe dir ja von ein paar Einstellungen, die ich vornehmen möchte, erzählt. Und dazu zählt halt auch diese Option der Wandering Horde, dass man die wohl ein bisschen hochstellen kann und dass sie dann auch ein bisschen gefährlicher werden, abseits der Blutnächte. Ja, das macht aber trotzdem keinen Sinn, wenn die Basen einfach nur... Keine Ahnung, du kannst ja einfach um dich herum eine Mauer ziehen und ja, das war's. Ja.
Oh, ne, vor allem haben sie ja jetzt, das werde ich nachher nochmal ausprobieren, geändert, dass man wohl nur noch Alteisen abbaut in den Minen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht nee, keinen überhaupt Sinn. Nicht. Deswegen, das will ich gleich mal ausprobieren. Können das ist doch der Quatsch. Wenn hier irgendwo Alteisen liegen, wo ist denn das nächste Alteisen? Eisen. Liegt das irgendwie auf dem Weg dahin, wo wir hinwollen? Zeig mal an. Warte mal, wann kommt die Folge raus? Morgen am 14. Jo. Also heute am 14. Nee, morgen am 14. Ja, also ich muss es ja denn sagen, weil denn heute ja der 14. ist, obwohl heute der 13. Ja. Leute, am 16., also am Samstag, gibt es auf Julius Award einen kleinen Livestream. Dort werde ich erfahren, ob ich für die Kategorie Animation nominiert bin oder nicht. Da habe ich tierisch Bock drauf, solltet ihr reingucken. 18 Uhr. Julius Award auf YouTube. Ja, klingt doch gut. Gönnt euch das, ne? Hier, der Michi, der will immer noch Fame werden. Und das wird einfach. Oh. Was hast du denn da? Ich hab vergessen, die Einstellung zu ändern. Ich vergesse immer wieder, dass man bei jedem Einsteigen oder Serverstart die Einstellung vom Fahrzeug, die Steuerung ändern muss. So, ich würde mit dir nach Norden düsen. Oh, wir kriegen gleich cool Besuch vom Kind. Yeah, das Kind will mit mir Klavier spielen. Ne, ich würde sagen, wir suchen uns ein paar Zähne von Zombies und spielen wieder Klavier. Das wird super. So, wir düsen nach Norden und erkunden das da mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, wenn du Alteisen siehst, lass da mal eben einmal anfangen, anhalten und das mal ausprobieren. Ich bin ein bisschen neugierig. Während wir fahren, solltest du Zeitraffer einbauen. Ach, du mit deinem Zeitraffer. Wir müssen einfach genug Quatsch erzählen. Das jetzt ist nur Quatsch. Guck mal, eine Zombie-Biene. Mach sie weg. Boop. Und weg ist sie. Dann oh, hätte was jetzt ist das? Was denn? Ach, das ist ein Auto. Ich dachte, das wäre ein Auto, das ja, dumm rumliegt, würde ich mal einfach sagen. Oh, guck mal, noch einer. Putz. Dass die immer noch nicht vernünftig sterben, wenn man die Umwelt fährt. Oder man zumindest keine Erfahrung kriegt. Ich warte immer noch auf ein paar Splatter-Effekte. Also, wenn der Kopf wegplatzt und so, ja, schön und gut, aber. Dass sie einfach mal wegfliegen. Schusswunden oder dass man die in der Hälfte zerteilen kann, irgendwie sowas, das wäre doch mal. Ja, das wird nicht mehr kommen. Das sehe ich nicht. Sowas gab es schon auf der PlayStation 2, Alter. Ja, ich bezweifle, dass das wieder reinkommt. Wenn es jetzt, wie viele Updates? Drei, vier große? Ja. Zombie-Spiel will ich Splatter haben. Ja. Ich liebe Seven Days, ne, aber Alter, echt jetzt, Leute, Entwickler macht man ein bisschen. Ja, ich meinte das ja tatsächlich vorhin schon so ein bisschen. Also Seven Days entwickelt sich für mich aktuell in keine sehr gute Richtung. Ne, es ist wirklich nur noch Run and Gun, also wirklich nur noch, ja. Du hast nur Vorteile, wenn du durch die Gegend ziehst und nur am Looten bist. Ne? Basenbau lohnt sich überhaupt nicht. Null. Deswegen habe ich bei mir keine Basis mehr gebaut. Ich habe einfach ein Haus genommen, habe da die Wände ein bisschen repariert, nicht mal aufgewertet. Und ja, ich habe gar keine Probleme. Das ist ein bisschen. Leute, Entwickler, was ist da los? Das war früher mal anders. Das war mal cooler, ja. Wo fahren wir jetzt hin? Ach, guck mal hier, warte mal. Hier, ich glaube, hier ist die große Farm auch. Nee, ist nicht. Schade. Sonst würde ich sagen, legen wir einfach mal das Riesenwildschwein. Wo ist sie gerade? Das haben sie gebessert. Wenn ich bei mir, während du fährst, in die Karte gucke, dann erweitert sich bei mir die Karte. Okay. Das war vorher nicht. Also ich finde gerade komisch, dass das Auto nach links lenkt, obwohl ich nicht lenke. Alter! Wildunfall, das zahlt die Kasko, alles gut. Scheiße. Du hast ihn einfach weggemacht. Ja, aber das zahlt die Kasko. Wir sind voll Kasko-versichert, ganz klar. Sag mal, hast du auf deiner Map eigentlich schon irgendwie ein verbranntes oder verseuchtes Gebiet gefunden? Überhaupt nicht. Deswegen fahre ich gerade wie blöd nach Norden. In der Hoffnung, dass da irgendwas geht. Also ich habe bis jetzt bei mir auch bloß Eis und Wüstenbiom gefunden. Ich meine, in den ersten beiden Maps, die ich gestartet habe, da war ich instant... selbst nach einer halben Stunde noch im verbrannt verseuchten Gebiet. Mhm. Ne? Und das hat mich tierisch abgenervt. Ja.
Und jetzt bei meiner aktuellen Map, da habe ich noch nicht ein einziges. Also es sind halt nicht zwangsweise alle Biome verbaut, ne? Was machst du denn? Was? Der ist Offroad. Ich will nicht frieren. Ich habe mir gedacht, wir das haben, kommt die. Wir haben schon zweimal ein 4x4 versenkt, falls du dich erinnern kannst. Ja, Kleinigkeiten. Das sind also. Ne? Jetzt sei mal nicht hier. So ein Müsli. Du bist derjenige, der rumweint. Ja. Mein weil Auto. Weil ich gern motze. Das ist ja wie Real Life. Mein Auto, halt mal die Fresse, da habe ich die Fresse voll von. Steht schon wieder kaputt vor der Tür. Es ist so zum Kotzen. Weil ich wieder mal zu gutherzig war und andere Menschen einfach kacke sind und nicht Auto fahren können. Sagt der Typ, der dem anderen draufgefahren ist. Aber anderes Thema. Oh, was ist das denn hier? Halfpipe, Alter. Was geht ab? Gar nichts geht ab. Also ich bin ja lieber mit dem Motorrad unterwegs, das macht diesen Fun. Übrigens habe ich gemerkt, man kann mit dem Motorrad so ein bisschen springen. So einen kleinen Anreißer machen tatsächlich, ja. Also wenn ich spiele ja mit dem PS4 Pad, ja. Master Race. ja, Pseudo. nur zum Träumen wurde keines. Wenn ich dann dort Kreis drücke während der Fahrt, dann macht er so einen kleinen Anreißer. Alter! Geht mir das Map-Building aktuell ein bisschen auf die Ketten, ne? Wir fressen uns da jetzt hoch. Ist das affig, ey. Das hab ich, also, wie oft tatsächlich, hatte ich das auf meiner Map, ey? Ja, das habe ich aber tatsächlich erst seit der A18 so durch. Ja, tatsächlich. Und was ich auch habe, ich weiß nicht, ob die die ganzen Quests, ob die random irgendwo hingespawnt sind, ich glaube schon. Aber ich habe das jetzt auf meiner Map dreimal schon gehabt. Dass ich irgendwie eine Map habe, wie zum Beispiel Tüte Chili oder sonst irgendwas, ja. dass das Ausrufezeichen am Berghang so, war, also ja. direkt am 90 Grad Berghang und du bist da nicht rangekommen. Ja. Und wenn du dich da hochgearbeitet hast mit Blöcken oder was weiß ich, was du denn gesetzt hast, ne, dann sind irgendwelche Zombies im Berg gespawnt, wo du gar nicht rangekommen bist. Das heißt, ja, ja. Ich konnte die Quest nicht mehr beenden, also sonst scheiße, Alter. Ja, also die A18 nervt mich tatsächlich relativ hart. Ne? Ja, wegen sein. Solchen Sachen einfach auch. Es muss richtig hart gebessert werden. Ne, also gibt es einfach genug Sachen, die ich so nicht weitertragen möchte. Oh, coole. Ja, aber ich habe hier eine Fabrik gesehen. Die gönnen wir uns. Ja, dann gönnen wir uns mal. Oder? Wenn wir da nicht schon drin waren. Ja, ich hab auch die Türme von Weitem gesehen. Nee, wir sind jetzt so weit gefahren, da waren wir garantiert noch nicht drin. Sicher? Ja, ziemlich. Also ich hab 300 Schuss mit. Wir hatten schon mal was im Eisbiom weggemacht. Echt? Aber keine Fabrik, oder? Was haben wir denn hier? Ja, perfekt. Shotgun Messiah. Dann uns aber reindüsen. Jo. Ich baue mir nur einen fixen Schlafsack vor die Tür. Oh. Mhm. Hä? Wieso kriege ich kein Heugras? Auch nix. Ah, mit der Axt krieg ich's. Mit dem Baseballschläger tatsächlich nicht. Das ist ja ein Ding. Das ist ja toll, Junge. 20 brauchst du, Mama. Ne, 10 brauchst du nur. Achso. So, den kleinen Mumpelscheiß lass ich mal liegen. Was auch cool wäre, wenn man quasi das Fahrzeug als Schlafsack nutzen könnte. Und es hinten draufbauen könnte. Wie bei Imperium. Face, sozusagen, ja. 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 Und was dem Spiel mir natürlich ganz klar fehlt, ist ein Panzer. Ne? Unbedingt. Ohne Panzer geht gar nichts. So, ich bin bereit. Oh, Tür ist auf. So bin nett. Das sag ich hier einladend hier. Der Shit. Die Tür ist auch auf. Das ist der Wahnsinn, so ich würde mich mehr erstmal umsehen. Also ich höre auf jeden Fall schon mal hier. Wo kommt der denn gerade her? Du, ich kenn diese scheiß Base oder diese scheiß Fabriken mittlerweile innen auswendig. Ja. Ich mach ja mittlerweile nur noch Tier 5 Quests und die führen alle in solche Fabriken und kenne ich mittlerweile auswendig. Ja, glaube ich. Ich habe dir das offline schon mal erzählt, ne? Wenn du diese Tier 5 Quests machst, meide die Clear Quests, weil das geht gar nicht, Alter. Diese, die zählen da echt alles rein, auch diese beschissenen Vögel und die erstmal alle zu aktivieren, ne? Da kaust an den Häuserwänden draußen rum, das ist so krass, Alter.
Müll. Meine Fresse. So, ich hätte vielleicht mal hier zu trinken mitnehmen sollen. Obwohl, nee, ich hab Mineralwasser. Geil. Zack, ich geh das mal dahin. Aber wie ich ja meinte, es ist eh völlig egal, ob du was zu essen machst oder nicht. Was für eine Acht, du machst erstmal einen Fluchtweg. Ach, du hast hier noch gar keine Stahlhacke, oder? Nein. Geh ich mal eben hier weitermachen. Also ich habe tatsächlich in der neuen Map, die ich jetzt offline angefangen habe, direkt am Anfang fast alles Stahlwerkzeug gefunden. Ey, es ist so affig. Ne, es gibt keinen großartigen Grund, dir das mal selbst zu bauen oder sowas. Finde ich so, ja, außer natürlich, du findest durch Zufall mal so ein Level 6 Ding, ne? Weil craften kannst du das Ding ja nicht. Ich hab Bauarbeiter vorne gefunden. Ja, ich bin gleich noch mehr. Die mir entgegenrennen. So, ich glaube, die sind alle tot. Ah, einer nicht. Hä, wieso kommt denn das von hinten? Ist wieder so ungewohnt auf meiner anderen Map, hier renne ich ja wieder mit dem Vorschlaghammer durch die Gegend, weil ich da einen stählernen Level 3 gefunden habe, gleich am Anfang. Das ist mal was. Und hier jetzt wieder mit der Basie. Das spielt sich doch etwas anders. Tatsächlich. Ja, Fire-Äxte. Wow. Reparaturkits, Türen. Man freut sich auch über nichts, ey. Das ist assi. Also ich schon. Wenn ich irgendwas höherwertigeres finde. Aber ansonsten, ich mach's einfach bloß noch für die Erfahrung. Aber ich habe auch noch, ich glaube, Levelgrenze ist 200. Ich bin jetzt bei Level 183 oder so. Und, ja, was, ja, gut, du bist denn, aber auch schon. Was mach ich denn danach, ja? Ja. Ja, du bist aber auch schon Level 127 oder so, ne? Tag 27 meine ich. Ja, ja. Was mach ich danach? Ja. Das gleiche wie immer, eine neue Map starten. Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass wir unser Haus vermieten. Was hältst du davon? Um was zu tun? Für die Blutnächte. In der Blutnacht bin ich ganz gerne mit Granaten und sowas unterwegs, das mache ich mal. Ja, ich will jetzt auf Minen aufrüsten. Oh, hinter mir. Hoppala. Ich blute. Oh, ich bin weiter in Sonne in das gerannt. Anstatt weg. Der ist ja mal spät umgefallen. Zack. So, die bleiben liegen. Ja, man rennt ja auch nur noch durch wie Rambo, ne? Also irgendwann ist halt echt alles wurscht. Es ist einfach nicht so viel Survival, wie es sein sollte. Kommt auf die Einstellung an, ne? Naja. Wir sind, glaube ich, immer noch auf Kriege. Ne, also wie gesagt, die Zombie-Spawn-Rate werde ich für die nächste Blutnacht hochstellen. Wir mumpeln. Oh, da ist ein Schwein. Das könnte ich. Pup, und tot. Klock, klock, klock. Und irgendwie ist diese Fabrik ganz schön offen. Also irgendwie sind hier alle Türen eingeschlagen. Schon so viel Scheiße. So, dann geht nach oben. Ich weiß nicht, was das bei dir im Open-Server ist, Alter. Die Dinger stehen 10, 15 Meter von mir entfernt und ich werde gehittet, Alter. Es ist so zum Kotzen. Was überhaupt? Wir könnten erstmal hier eine Party bilden. Genau, das hatte ich auch gerade vor. Jetzt hier wenigstens mal die Erfahrung teilen. Das ging so. Oh. Läufst du hier gerade fleißig nach oben, oder was? Ich bin noch im Erdgeschoss, aber ich bin jetzt unbedingt. Rogge! Das ruggelt heute aber, meine Güte. Bei mir tatsächlich gar nicht. Bin ich schon mal gut. So, der ist tot. Fetti. Den machen wir auch gleich weg. Ich
Ja, heute läuft das irgendwie unrund. Ich weiß nicht warum. Loot! Absoluter Müll. Also ganz viel Geld, aber das ist ja für den Arsch. Obwohl, das kann man ja verkaufen, ne? Ja, das Altgeld, das sammle ich tatsächlich immer ganz gerne, bis ich irgendwie 3-4.000 Sachen habe und dann verkaufe ich den Scheiß. Ja. Und dann habe ich ganz viele Jetpacks und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja. Nee, das lohnt sich sehr. Wie gesagt, ich habe auch meine 4x4 und meine ganzen Fahrzeuge und so, habe ich mir alles gekauft, nicht gecraftet, weil ich habe so viel Geld gefunden, Alter. Ja. Korb. Oh, der will sich sprengen. Er hat sich gesprengt. Jetzt haben wir einen Haufen Matsch. Mima Matsch. Oh, Kaffee, genau. Hab ich auch noch. Warte mal. Dabei. Man kann mir ins Badezimmer sehen, sehe ich gerade. Ich trinke das mal ein bisschen. Noch ein bisschen hoch. Das kann ja gar nicht richtig gesehen werden. Hack. Hack. Das kann ich ja noch schlechter gesehen werden. Das ist ja total. Cool. Warte mal. Ich bin wieder näher dran. Dann. Sieht das immer noch dämlich aus. Ich weiß eh gerade nicht, wo du bist, von daher ist das so. Ich friere. Die macht so Sachen wie. Haupttierfütterung. So kann man das auch nennen. So ist schick. So, aber nichtsdestotrotz, wo bist du? Ich mach Dinge. Oh, ich glaube, ich höre dich kloppen. Was ich hier an Eisentüren finde, oder? Erstaunlich. Oh, Schraubenschlüssel Level 6. Na, wo sind die ganzen Leute? Okay, jetzt geht's los. Meinst du? Ich habe sie gepult. Klingt gut, ich komm. Weeha! Du lebst noch, ne? Vor den Schlag landen konnte. Hä, das sind doch sonst mehr. Was ist hier los? Tja. Wegnehmen bei den Kochtöpfen braucht kein Mensch. Messing. Messing brauchen wir immer. Ja. Naja, es kommt drauf an, wenn wir jetzt natürlich wirklich Alteisen von Metall abbauen, dann brauche ich hier auch kein Alteisen mehr farmen, weißt du? Dann hat sich das nämlich auch erledigt. Ich weiß nicht, was die Entscheidung soll mit Alteisen, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Der muss ja 30.000 Alteisen in die Schmiede packen, weil das zählt ja immer bloß einen einzelnen. Nee, Alteisen ist immer gleich 5. Nein, bei Roheisen zu 5. Bei Alteisen, also bei dem Schrott, was du zerlegst und so, kriegst du nur einen. Bist du sicher? Ganz sicher. Du warst dich schon sehr oft ganz sicher. Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft hatte ich auch recht damit. Nee. Also falls du irgendwie einen Puffermantel oder so findest, ne, gib mir den mal bitte, weil ich hab meinen nicht mit. Ist der kalt? Ist kalt, ja. Das ist schlecht. Eine Dose Thunfisch, die esse ich jetzt erstmal. Ja, ich auch. Instant durch diese Kälte. Kicken wir mal. Was ist los, Nelly? Hör mal auf zu heulen. Nur weil sie gerade Geburtstag hatte? Ach du Scheiße. Ja, stimmt, Netty, hier Internet, Happy Birthday und so. Netty hatte Wurzeltag. Und zwar, genau, vorgestern. Ich bin immer zur Hand gegangen. Und runtergefallen, voll Idiot. Der kommt wieder hoch. Weiß ich nicht. So. Jetzt ist das auch erledigt. Kommt noch einer, ich glaub's ja nicht. So. War es das auch?
Ich bin ja so ein kleiner Pistolero, ne? Ich mag ja mit Pistolen ganz gerne rumeiern. Jo, gönn dir. Gönn dir. So, hab ich noch irgendwelche Lammrationen oder was? Nee. Scheiße. Tierfett, Eier, Mäuse, Scheiße. Vitamine fressen ein bisschen. Gibt's auch ein paar Vitamine? Ja. Wäre nicht verkehrt. Gönn dir. So, müsste hier gleich um die Ecke in den ganzen Haufen kommen. Was bist du denn? Was ist los, Nettie? Achso. Ja, ich. Ne? Ja, hier laufen ganz viele Truthähne durch die Gegend. Das ganze Spiel ist voll mit Truthähnen. Killerösen Truthähne, Junge. Ja. Tür gefunden. Das ist richtig. Far Cry Honigdachs, Alter. Meine Nemesis. Also, ich weiß nicht, als wir das letzte Mal hier reingegangen sind, war das echt evil. Aber. Nee, das sind bloß diese paar Anzugträger hier. Naja. Lohnen sich echt nur die paar Kisten, die hier rumstehen. 3 Stück sind das, glaube ich, und. Ja. Das war's. Ja. Der einzige Grund, in diese scheiß Fabriken zu gehen, sind halt die beiden Türme oben, genau. Jo. Achso, denk mal bitte an mein Puffermantel. Ich hab hier 9-mal Mumpel für dich gefunden. Joa, nimm mal mit. Tauschen wir oben aus, oder wenn ich nichts mehr hab. So, wollen wir mal klammern. Kommt ihr Leute? Wo seid ihr? Hab ich da Loot gehört? Kommt keiner raus? Das ist ein Problem hier. Geht doch. Ratz, Leichen, Ratz. Überall Leichen. Ja, man geht auch durch wie durch Butter, ey. Ich sag's dir, wir sollten den Schwierigkeitsgrad wieder erhöhen. Was ist das hier alles für ein Problem? Ja, wenn du dich erstmal eingelebt hast in so einer verseuchten Welt, irgendwann bist du halt routiniert in diese Scheiße. Ja. Yeah! Mir war das ja. Zu leicht. Du warst ja hier, Mister. Ich. Ja, du weißt wohl auch ganz genau warum. Weil du ein Mimöschen bist. Deine Verbindung zu meinem Dingsbums oder umgekehrt einfach so kacke ist, dass die Dinger 10 Meter von mir wegstehen und mich trotzdem finden. Dass denn alles ziemlich assi ist, ist ja wohl verständlich. Und das hat sich auch, daran hat sich auch bisher nichts geändert. Ja. Internet. Sagt der mit seinem 3000 Euro Rechner, Alter, und gibt mir so einen 57 Mark Laptop, weißt du? Nee, das ist tatsächlich 1200 Mark Laptop. Und jetzt nur noch 57 Mark wert, also schäm dich. Ja, das könnte nicht ganz verkehrt sein. Du musst mich unterstützen, mein Freund, unterstütz mich. Nee, kannst du nicht mal deine 1400 Abonnenten da irgendwie steil kriegen, dass sie dir einen Laptop schenken? Nein, die sollen mir lieber Actionfiguren schenken. Achso. Damit ich die animieren kann. Von SH Monster Arts oder SH Figure Arts, bitte. Danke. Könnt ihr einen Ragnar schicken, der darf auch mal spielen. Was? Könnt ihr einen Ragnar schicken, den darf er auch mal spielen vorher. Ja, genau. Die schenken mir das, damit ich es dir schenken kann. Genau, ne? Es bleibt in der Familie, also, ne? Also, ja. Ganz klar. Ja, nur Scheiße hier, was soll denn das? Nochmal Vitamine, Steroide geben wir uns auch gleich. Water minus 50. Da, ja. Gönn dir, Brudi. Gleich mal Wasser hinterher. Gleich mal ausgleichen den Scheiß. Bisschen Speck. Also die Gegner, die fliegen hier schon wieder über der Map, also irgendwas ist mit der Verbindung schon wieder richtig kot. Gut, ja, das ist halt Familie ist da. Also die Stream unten noch. Und dann ist das halt so. Ach, Scheiße. Ja, hier. Was sind wir jetzt für einen Auftrag? Hä? Was ist los? Ich weiß nicht, Nettie rennt hier wie angestochen durch die Wurzel. Ach, die sind immer noch in der Klamotten.
glaube, wir brauchen Kinderhörer. Also, wenn Frauen 31 werden, dann werden sie nur noch verwirrt durch die Wohnung. Das ist normal. Achso. Ich hab dich auch lieb. Das ist das Gute, wenn man nicht mit Dings hier mit Kopfhörern spielt. Man hört alles. Ode! Okay, das war. Oh fuck! Das war befremdlich. Das war echt befremdlich. Die Frau kennen wir nicht. Ey, scheiße, hier sind Holzfäller drinne. Ja, öfter. Gerade hart aufdringlich. Dann mach sie weg. Ja, mach ich. Ich will... Danke. Danke, wofür auch immer. Dass wir spielen können. Ach so. Ja. Ne? Eigentlich spiele ich ja nicht, wenn Pippi und Neddy da sind. Ich spiele eigentlich auch nicht. Nee, nee. Jetzt bin ich ein bisschen eingekesselt. Ich muss erstmal mit Dauerfeuer ein bisschen Platz schaffen. Ja, genau. Das ist der einzige Grund, Neddy. Weil ich sonst von dir auf den Sack kriege. Deswegen spiele ich nicht, wenn meine Familie da ist. Hat sie dir nicht schon mal die Nase gebrochen? Angebrochen, zweimal, ja. Vorsicht vor der Ode. Mit? Ja, ja. Ja, komm, Neddy, wir kennen dich alle. Ja. Nein, bist du nicht, du bist gefährlich. Ja, ist sie wirklich. Ist sie wohl. Du bist 31. Genau, vor allem bist du alt. Vor allem bist du jetzt alt. Fürchterlich alt. Ups. Oh. Gleich viel so eine Fliege von mir hier. So, jetzt habt ihr euch genug gedisst? Seid ihr jetzt wieder Freunde? Komm du mir mal nach Hause, mein Freund. Ja, ne, anstoßen beim Spielen. Wenn ich dich jetzt sehen könnte. Dann sterb ich. Stimmt. Er kann dich gar nicht sehen. Nee, er hat nur einen Monitor. Ah. Ja. Nee, weil er nur halb so nerdy ist wie wir. Der Muttifinger. Der böse Muttifinger. Unglaublich, was hier abgeht. Unglaublich. Ja, aufgrund, dass ich von der guten Nettie jetzt gedisst wurde, alle 35 bitte deabonnieren. den Scheiß muss ich mir hier nicht geben. Jemand reicht's. Ich bin die Comedy-Einlage, mein Freund. Ja, die ist doch eigentlich Michi. Nein. Ich schreie, mir ist kalt. Ich hab Hunger und ich muss pipi. Meine Güte. Hör mir an, wie so eine Frau, Alter. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Also, Hunger, gönnt kalt. Euch. Gönnt euch einfach. Irgendwas passiert hier und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall mega ja. Trash Talk. Ja. Ich bin da nur unbeteiligt, das macht mir Sorgen. Boah, ich dachte, die wären tot. Scheiß Flieger, ey. Das nennt man Vögel. Vultures. Mit F. Oh. Boah, Jesus, Alter, das waren meine Ohren. Ja, danke, Hund. Bitte mehr Krach. Danke, Netti. Dass du den Hund so aufgeheizt. Das ist die Katze. Ach so. Sonst bist du da so mehr. Die Katze frisst. Ach so, ja, das ist auch ein Unding. Einfach ich kann die Katze bloß essen, Alter. Das ist ohne Quatsch. Echt mal. Wenn ich ein Hund wäre, wäre ich auch angefressen, hätte. Ich würde die Katze fressen, ja. Der, oh, das ist ja tragisch. So. Ich bin jetzt schon mal bei dem ersten Waffenschrank. Hier ist auch schon wieder Bambu. Meine Güte. Der Waffenschrank ist schon leer. Hier ist schon wieder weiter oben. Ich bin da schon oben. Ach, hier ist. Guck mal. Ja. In meiner Unfähigkeit, etwas daran zu ändern. Bleib ich einfach sitzen und spiel weiter. Hundopuss? Ach ne, Hundopussy.
Ne? Unser Hund ist übrigens Hundo Pussy. Warum? Weil sie das größte Weicher der Welt ist. Aber sie ist so unglaublich flauschig. Ja, aber so unglaublich dumm und... Ja. Ein Hütehund. Ein potenzieller Hütehund, der Angst im Dunkeln hat. Welches Kind hat das nicht? Naja, ich hab gehofft... Hütehunde, scheiße. Ich wollte schießen und hab mich bandagiert. Das fand sogar der Hund komisch. So, ich bin jetzt oben auf dem Dach. Jetzt gibt's hier gleich richtig Radau. Max, mal mitkommen? Ja, ich komm mal. Ich höre hier überall im Haus komische Geräusche. Jetzt klingt die Püppi auch noch komisch. Mein Hund klingt wie ein Quietscheentchen. Bist du lang geeiert, dass du jetzt schon oben, ganz oben bist? Ich schaffe hier gerade noch 5B. Oh. Oh, shit. Was? Also ich habe jetzt gerade erstmal einen grünen Cowboy. Die kommen jetzt alle durchs Dach, also... Ja, schön. Gönn dir. Weißt du, sie sind eigentlich auf mich losgegangen und dann sind sie Richtung Dach abgehauen. Jetzt finden sie mich doch geiler, ja? Ja, anscheinend. Ja, sind auch ein paar. Ja. Wie in der einen Folge, wo du mich nicht gefunden hast. Habe ich da erstmal das ganze... den ganzen Turm da alleine leer gesägt habe. Oh, hab ich gerade einen Schreier gehört? Ja, die sind unten. Zick. Juhu! So, also ich bin oben auf dem Dach, ich loote mal hier alles weg. Uah, ich bin gerade fett runtergefallen, scheiße. Hast du was gebrochen? Nö. Aber ich bin wieder unten. Das ist dumm. So, auf. Wow. Was wollt ihr denn hier? Also ich hatte mich auf jeden Fall hart gerade auf das Gefecht eingestellt und plötzlich rennen sie Richtung... Alle zu mir, ja, schön. Ich meine, das ist für die Aufnahme sicherlich gar nicht schlecht. Alter, wie sieht denn das? Ich kann dann auf jeden Fall mal, hier alles leer. Mir geht doch langsam die Mumpel aus. Ja, dann musst du herkommen, ich habe was gefunden. So. Nun ist hier erstmal Ruhe. Nee, ist nicht Ruhe. Boah, da ist eine Schreierin. Welchen Level hat deine AK? Mein was? Deine AK. Die 6. Oder? Ja. 3. Also, was machen. War's denn jetzt mit Nachladen? Also ich hätte 125 Schuss für dich. Das wäre total hilfreich. Oh, wer denn jetzt noch... Oh, ach du Scheiße, ich brauche deine Hilfe. Ich kann nicht. Sieh zu. Wo ich bist du denn? Guck mal vom Turm runter. Ja, du bist auf dem Flachdach, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich habe noch 5 Schuss. Und krieg hier immer mehr Besuch. Ja, du kriegst irre aufs Maul. Das ist halt das Problem. Ne, also... Boah, wow! Ich brauch Hilfe, nicht du! Die ist das alles voller grüner Männer. Ach, du Scheiße, Mühle. Nee, das sehe ich anders. Die Scheiße, Mühle. Dude, wo bist du? Dude. Nee, ich kann dir nicht helfen, ich kämpfe selber. Und ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich zu dir kommen soll. Jetzt hau den kaputt, meine Güte. Erstmal ein paar Verbände rumziehen. So. Und jetzt brauche ich Munition. Danke. Magnum-Munition. Boah, sag mal, wo kommt denn immer mehr, ey? Wo kommen die denn alle her? Uff. Okay. So, wo bist du denn jetzt? Wie komme ich zu dir? Das ist eine viel größere Frage. Ich müsste mal irgendwie aufs Dach kommen. Ich glaube, ich bin jetzt richtig. Ja, hier sind Tote. Und Vögel. Alter, jetzt stirb. Wieder ganze 26... Ach du Scheiße.
Hoppala. So. Oh, Level 62. So, eine Viererknarre, die ich nicht brauchen kann. Warum sind denn hier so viele Zombies? Meine Güte. Warum steht das noch? So. Fehlt nicht weniger. Noch mehr? Können doch nicht noch mehr sein. Ich war doch hier jetzt schon fünfmal. Ich höre deine Schüsse, wenn die näher kommen. Das finde ich schon mal gut. Du hast dich dazu entschlossen, nicht mehr zu reden. Ich musste mich hier hart konzentrieren, Alter. Konzentrieren. So. Wie komme ich jetzt auf diesen Pimmelturm? Die müssten die Hit Detection endlich mal überarbeiten, ey. Ich habe so oft durch die Gegner instant durchgeschossen, ey. Das geht gar nicht. Instante. So. Nee, jetzt liegt da noch eine Deck-Mama am Ofen rum. Wo man so hingehört. Das untote Zombie. Ach, jetzt kommt ja auch noch ein Feral, Alter. Das klingt echt gut. Nein, Entschuldigung, es kommen Feral. Das klingt auch gut. Oh, das klang nach einer Mine. Nein, Rohrbomben. Achso. Das ist der einzige Weg, wie ich mich gerade verteidigen kann. Ja, ich höre dich, wie gesagt, schießen. Aber ich halte den Rücken frei. Siehst du mich? Ja, ja. Oh, ich bin leer geschossen. Ich hab's noch nicht. Hast du Holz an? Ich muss jetzt mal hier ein paar... Dude, hier, wenn du das Gelände hochkommst, in diesem ersten Nest hier, findest du Munition für dich. 133 Schuss. Okay? Okay. Ja. Wenn ich da irgendwie hinkomme, wird das cool. So. So. Das musst du jetzt machen. In Nest. Habe ich fast das Nest kaputt gehauen. Boah, kommst du da runtergefallen, ey. Oh, wieso springt er denn nicht, Alter? Unfähigkeit. Lulululu. Ich bin oben. Das hast du ja schon leer gelootet. Na, noch nicht alles. Weil du ja so um Hilfe geschrien hast und ich hab dich nicht mehr gefunden. Wo bin ich gelandet? Mitten in der Hölle, Alter. Wo war ich ja helfen? Arme Sau. Ja. Entschuldigung. Ich lockpicke da schon. Achso. Assi, ey. Alles weglooten. Dann noch das letzte bisschen haben und... Ja. Ist ein bisschen was drin. Dass man nicht zu zweit in die Scheißkisten reingucken kann, ne? Es ja, macht ich weiß auch nicht, was so. Ich spiele besser. Alter. Hast du noch Platz? Nimm mal den Scheiß mit. Geht nachher verdickt. Ja, aber mittlerweile schaffen wir das locker in der Dreiviertelstunde, ne? Wieso nimmst du deine Mumpel nicht mit, Alter? Weil ich keinen Platz mehr habe. Wenn ich jetzt dein Inventar sehen würde, ne? Ich würde bestimmt wieder mindestens 6 Sachen finden, die einfach sinnlos sind. Ja, das kann gut sein. Dann schmeiß doch, weiß nicht, Holz weg oder Stein oder was weiß ich, was du da aufgenommen hast. Hab ich nicht. Oder Federn oder was? Hab ich auch nicht. Mehr. Du hast bestimmt irgendeine total sinnlose Grütze, wie immer. 2 Kleo. Nein, ich hab roten Tee, den ich jetzt mal austrinken kann. Außerdem hast du doch Platz, das ist alles cool. Und, da rennt doch echt noch einer rum. Zack. Der jetzt auch tot ist. Ein bisschen Munition, das Ganze gleich wieder viel cooler. So, nun stehen wir hier. Oh, guck mal da hinten. Diesen einsamen Turm da auf dem Berg. Das sollte unser Last Resort werden. Ach nee, das siehst du ja nicht, weil deine Weitsicht nicht hoch genug ist. Ne? Ja, die ist nicht ganz so geil. So, aber wir haben ja alles weg, oder?
Nein, hier ist noch ein Turm. Noch ein Turm. Oh, hinter dir. Ja, ich weiß, ich hab's nicht. Zack, komm mal hier. Ey. Der nimmt mich nicht mal ernst, ey. Der rennt einfach weiter. Stumpf. Stumpf ist Trumpf. Wo müssen wir jetzt hin? Den da. Na gut. Da bin ich schon hoch, brauchst du nicht mal rein. Brauchst du nicht mal hochgehen, ich glaube, die schon alles. Boah, ich hasse diese blöden Dingstüren. Panzertüren. Die gehen so irre langsam auf, ey. Schon ist er drin, der Jowski. So, jetzt haben wir aber alles. Das war's, ja. So, ihr Lieben. Das war's dann auch so ziemlich mit der Folge. Ja. Wir sind erst bei 45 Minuten. Aber wir machen mal kurz einmal Pause. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Ach, Trottel. Moin moin und willkommen zurück, ihr Lieben. So. Weißt du, in der Folge, der nimmt der einfach nicht auf. Ja. Und hier lässt er einfach das Mikro aus. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht wollte, dass das Internet mein Kind hört. Ach so. Verantwortungsbewusster Vater und so. Muss ja wohl nicht sein. Das ist korrekt. Nö. Was können wir für Ticken? Ammo-Pile. 19 Schuss, nochmal. Also ich überlege ja tatsächlich, ob ich mir mal so ein Grandfather's Recock-Ding da. Das wirkt nur 30 Sekunden, das ist total für den Arsch. Das ist absolut sinnlos. Nee, es gibt eins, das setzt deine Stats zurück. Ach, das meinst du? Dass ich neu skille. Ich habe jetzt gefühlt so ein bisschen durcheinander geskillt. Und also auf meiner Map würde ich an meinen Skills zum Beispiel nichts ändern wollen, weil ich habe Gunslinger auf 4, ich habe Machine Gun auf 4, ich habe Schrotflinte auf 4, Motherload und alles, das habe ich auf 5 mittlerweile. Ja, richtig. Aber ich habe ja zum Beispiel bei mir hier Skullcrusher auf 3, was ich überhaupt nicht brauche. Ne, das ist ja für ein Dings hier. Ne, denn das Pack Mule würde ich wahrscheinlich auch fast komplett weglassen, weil ich mich dann mit diesen Pockets vollhauen würde lieber. Das würde ich tatsächlich nicht machen, denn die Pockets nehmen einfach nur unnützen Platz in der Rüstung weg. In meinen Rüstungsteilen habe ich Advanced Muffled Connectors und diese Customized Fittings. Ich kann quasi bis auf Schlag Nähe an die schlafenden Zombies ran und die instant töten. Ja, aber kannst ja eh immer nur einen einbauen. In der Rüstung. Ja, aber das heißt, wenn du Advanced Muffled und Customized Fittings in jedes Rüstungsteil reinhaust, ne? Du bist für die Zombies quasi unsichtbar. Ja, aber du hast ja trotzdem erst Dings hier. Du hast ja gerade mal 2 Upgrade-Slots dann verballert. Da ist ja locker noch Platz für eine Tasche. Ja, da mache ich dann zum Beispiel Armored Plates rein und anderen Stuff. Ich meine, kannst du natürlich machen, aber... Ja, ich guck mir das mal an. Plop. 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 Oh, da ist noch ein Holzfäller. Ups. Wo bist du jetzt eigentlich? Bei Lazy Age oder auf dem Militär? Da war ich schon. Längst. Guck mal. Lass uns einfach Richtung Heimat fahren jetzt. So. Na gut. Was meinst du? Aber wir müssen immer noch Eisen suchen. Ich will sehen, ob das geändert wurde. Ach nee, können wir gar nicht. Weil wir ja die Latest Experimental spielen und nicht die aktuelle Stable. Weil 18.1 Stable ist das offiziell jetzt veröffentlicht worden. Dann sollte ich vielleicht nochmal ein Update machen. Obwohl. Ja, musst du aus dem Beta-Kram da halt raus, ne?
18.1b6, das ist doch die aktuelle Version, oder nicht? Nee. Ich meine, es gibt noch einmal aktuelle jetzt. Die müsste heute oder gestern kam die. Ja. Ja, das hat sich wieder überhaupt nicht gelohnt. Dieser Ausflug. Es gibt nichts Neues. Keine neuen Waffen, keine neuen Ausrüstungsgegenstände, nicht mal also neue Schmetterlinge. Ich bin ja auch tatsächlich von der. Von dem Maschinengewehr, von der M60. Genau. Da bin ich ja richtig hart ernüchtert von, ne? Ja. Also ich hab mir da so ein ultimatives. Ding vorgestellt. Ich meine, ja gut, es sieht geil aus und so, aber der Schaden, selbst die AK hat mehr Schaden. Und ich habe beides auf Level 6. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das denn? Ja, das ist ein perfektes Maschinengewehr. Das Alter, ja. Ernsthaft? Genau, mehr Maschinengewehr. Die sind halt dafür gebaut worden, Unterdrückungsfeuer auszuteilen. Sprich, den Gegner am Boden zu halten. Wie viel Sinn macht das bei Zombies? Richtig, keinen. Überhaupt keinen. Ich hätte mich mehr über so eine Kampfschrotflinte gefreut oder irgendwie sowas. Ja, das wäre tatsächlich geil. Ja, wenn die da wirklich eine Schrotflinte mit fettem Magazin und Autolader reinbringen, das wäre der Shit. Aber? Wollen sie anscheinend. Ne, das wäre vor allem für Nahkämpfer auch mal eine geile Waffenalternative. Ja. Auch eine mehrere Pistolenarten wären mal nicht verkehrt, ne? Ich meine, du hast den Revolver und die Pistole. Die Pistole ist tatsächlich mein Liebling, da habe ich am meisten Spaß mit im gesamten Spiel von allen Waffen. Und der Revolver, ja gut, macht gut Schaden, aber hat halt bloß 6 Schuss, ne? Kannst du hier weiter nicht. Ich meine, Revolver kannst du so hier, alter Quatsch. Ne? Aber ein paar mehr Arten wären mal nicht verkehrt. Ja, also, was ist das denn hier? Das sieht ein bisschen geil aus. Ja, tatsächlich. Generell so Waffenvielfalt. Ja. Ne, ich meine, das haben sie ja jetzt. Indirekt haben sie es ja drin. Also dadurch, dass die Waffen ja verschiedene Skills, Stats haben mittlerweile. Jetzt mal wieder die Straße zu Ende. Ganz toll. Fall was vielleicht durch. Ne, also zum Beispiel, wie gesagt, meine AK hat jetzt 41 Schussmagazin. Das ist schon ganz schön fett. Ja, das hab ich auch. Ja, und dass das alles so ein bisschen variiert, ja, cool. Aber generell ein bisschen einfach Vielfalt hier. Da ist Eisen. Ja. Das sieht nach alt ganz normalem Eisen aus, Eisen jetzt. Ja, das ist auch ganz normales Eisen. Achso, mein Inventar ist voll. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt abbauen. So. Ja, ich krieg Alteisen. Echt? Ja. Warum? Was ist mit dem Erz? Also, dann raus. Dann wird das Alteisen jetzt hoffentlich beim Einschmelzen auch 5 Eisen bringen in der Schmiede und nicht nur ein einziges. Ja, können wir gleich mal ausprobieren. Zack, bin drin. Also ich habe jetzt in der kurzen Zeit mal fix 1000 Alteisen eingesammelt. Und da ist der Turm wieder weg. Geil. Ich meine, ist zum Reden natürlich besser, aber naja. Und du setzt das Ding noch wieder irgendwo im Graben, Alter. Nee, ja, das ist ein 4x4, das musst du aushalten. Ja, sicher. Wer fällt ein? Ja, sind ja gleich da. Ist ja nicht mehr weit. Eben. Ich hoffe mal, da ist nicht irgendwo ein See dazwischen oder so. Pass mal auf, du kannst mal jetzt direkt nach Süden fahren, dann sind wir gleich beim Händler. Können wir was verkaufen. Ja, um 23 Uhr nachts oder was? Ja. Ja, ich hab das nicht so mit Uhrzeiten. Jod, Alter. Ja, was bist denn jetzt so? Weißt du, lass mir mal die kleinen Macken. Du maulst ja immer noch rum, dass das Spiel rumbuggen könnte, weil ein Zombie sich in den Trader verirrt. Ein Fehler, der schon irgendwie... Ich hoffe, das haben sie behoben. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, das ist wie alt mittlerweile. Die kriegen es nicht mal hin, den Sound beim 4x4 zu fixen. Also, ist ohne Scheiß. Ja, auch wieder wahr. Alter, ja, wir nörgeln zurzeit schon ganz schön viel rum über das Spiel. Aber ich finde das irgendwie auch berechtigt. Ach, geht das wieder los? Ich meine, ich spiele es ja trotzdem immer noch gerne, ne? Alter, was war das denn? Ja, aber man kann ja trotzdem. Ich meine, ich kann ja auch verstehen, dass nicht so viel auf einmal kommt, weil es ist halt ein kleineres Team, ne? Und es ist halt auch viel Arbeit, sowas zu programmieren. Ja.
Aber man sollte schon ein bisschen auf die Community hören. Ja, und dieses ganze Verschlimmgebessere. Dreimal das Skillsystem umgestellt. Ne, fünfmal dies, dreimal das. Irgendwie werden alle Sachen immer wieder neu angepackt, habe ich das Gefühl. Ja. Also ist klar, dass es nicht vorangeht. Etwas zu reparieren, was nicht kaputt ist, es macht keinen Sinn. Was habe ich damals auf meiner PS4-Version? Ne? Besser werden, indem man etwas tut, dieses Skyrim-System oder Bethesda-System. Das war so gut, ey. Ohne Scheiß. Jetzt für jeden beschissenen Hauptskill da irgendwie Points verteilen. Also jetzt mal ohne Scheiß, was das für. Ich fahr mal auf die andere Seite rein, wa? Jo, mach das mal. Ich hoffe mal, du hast hier keine Minen gesetzt oder so. Nö. Ansonsten machst du gleich Boom. Nee, die Minen setze ich tatsächlich nur auf die Spikes. So, was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte den Scheiß hier irgendwie wegpacken. Zack. Zack. So. Ganz viel Kram. Was ich noch unbedingt haben will, ist, dass man zu zweit in eine Tour reingucken kann. Ja, ich weiß auch nicht, was daran das Problem ist. Ey. Leute, ernsthaft, das ist doch nicht so schwer, ey. Alter, geht mir das auf den Pansen. Yep. Oh, bin nee, ich doch. Ganz bei dir. So, gucken wir mal. Eisen. Alteisen. Zack. Ja, eins pro Sekunde, ne? Alter, das kann nicht wahr sein. Echt jetzt? Aber ich habe noch Eisenbruchstücke da. Yay. Ne, und Eisenbruchstücke gehen? Fünf in 5 Sekunden. Ja. In 5 Sekunden nicht in einer? Nee, war noch nie. Okay. Ja, jedenfalls, auf jeden Fall, das ist schon wieder so eine Art, du baust Schrott ab in der Erzmine. Ja. Ist dezent affig. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Was stimmt nicht mit den Leuten? Nee, ich weiß nicht, wie man auf den Trichter kommt. Ich meine, vielleicht ist es nur ein Fehler, kann ja auch sein. Ich hoffe es. Mein. Nee, dass da irgendwie was falsch gelaufen ist. Aber es ist halt. Das sind schon wieder so Dinge, da krieg ich extrem Pickel bei, Alter. Ja. Ich weiß nicht, wie man auf den Trichter gekommen ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Werte Funpimps und sonst wer da noch irgendwie mit beteiligt ist, kommt mal klar, echt jetzt. Ja, also, es ist aber nur noch, ne, das meinte ich ja auch schon, es ist nur noch rumrennen und lügen. Die ganze Zeit. Und damit kommst du so viel schneller vorwärts, als auf alle anderen Arten und Weisen, die es so gibt. Also damals, der Survival-Aspekt war auf jeden Fall mal viel größer, tatsächlich. Ja, muss man tatsächlich sagen. Ja, was soll das? Hast du übrigens schon mal neue Werkzeuge für mich gecraftet? Irgendwie Level 5 Zeug, irgendwas? Nee, wir spielen Steel-Tool-Parts. Das finde ich ja auch so scheiße. Alter, mit dem Scheiß kann ich mich auf meiner Map zum Beispiel totschlagen. Was? Steel-Tool-Parts? Ja! Echt? Davon habe ich schon 2-3 Piles voll. Die geht ja immer bloß bis 50, glaube ich, war das? Nee, ich habe ja Steel-Armor-Parts echt viele. Ja, aber diese Tool-Parts halt echt wenig. Steel-Tool-Parts habe ich 16. Insgesamt. Nee, ist halt nix. Da will ich mir deine Melee-Truhe schon wieder angucken. Der kritisch wieder ist instant das Kotzen. Wieso? Was hast du denn da? Guck dir mal an, was da alles drin ist. Weg damit! Das, ja, wird mal alles verkauft. Oh. Vor allem ist ja alles kaputt wegen dem einen Patch-Ding, ne? Dann alles instant reparieren und dann meinetwegen verkaufen, aber so die Kacke. Wird alles auseinandergenommen. Fertig. Möbeln. Zack. Na egal. Na, kannst du ja nicht reingucken. Ja, es ist so zu kotzen. Es kotzt so tiefisch an, ey. Wie gesagt, mein. Ich bin dabei, dir. Ich bin dabei, dir. Man wird sich ja wohl noch ärgern dürfen. Ist so unnötig, ey. Alter. Oh, hast du aber ein paar schöne Mods gefunden, ne? Ist ja schon mal was mit Rocket Launcher Parts. Mod. Ganz viele Mod. Könnte ich wiederum motzen.
Och, war der schlecht. So. Motzen. Motze, Junge. Motze. Geiles Zeug. Super geiles Zeug. Was? Motze? Was ist Motze? Motze. Mozzarella, Junge. Das ist einfach nur Konsistenz, weder Geschmack noch sonst irgendwas, ey. Ach, du hast doch keine Ahnung, ey. Gesicht hat keine Ahnung. Wer nichts Gutes über Motze sagen kann, ne, sollte einfach nichts sagen, weißt du. Was ist, wonach schmeckt Mozzarella? Kannst du mir das sagen? Nach nichts, Alter, nach überhaupt nichts. Mozzarella ist einfach nur teure Konsistenz, Alter, mehr ist es nicht. Mozzarella hebt den Geschmack aller anderen Sachen. Mozzarella hat nicht mal Daseinsberechtigung, Alter. Alter, du bist so... Bah! Unglaublich. Ja, zu blöd, um zu zweit in die Kiste zu kommen. Geh da jetzt raus, Alter! Es macht mich das aggressiv. Ja, das super gut. Finde ich total klasse. Kann ich drüber lachen, kann ich drüber lachen. So unnötig, Alter. Weißt du, wenn ich mit meinem Sohn zusammen Minecraft spiele, wir können zu zweit, zu dritt, zu viert in eine Kiste gucken. Wir können da gleichzeitig Dinge drinnen machen. Ja. Oh, warum funktioniert das hier nicht? Weil das, ja. Weil dieses Spiel anders ist. Und es ist ja nicht Minecraft. Ich, wie gesagt, ich liebe Seven Days, aber es könnte so viel besser sein. Ja. Es könnte viel besser sein. Kannst du mir an ihn gefallen, du? Nein. Also, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, so diese Bonbondosen und sowas behalten. Bau sie dir! Stimmt, kann ich bauen, ne? Ich vergeude doch nicht so einen Slot für so eine beschissene Bonbon-Dose, Alter. Was? Warum nicht? Das kostet nur 5 Eisen, das ist ja der Hit. Ja eben, das ist doch total... Das ist ja nix. Da mach ich mir nur gleich mal 20 fertig oder was? Ja, mindestens. Oder 40 oder 100. Totale Tinnef, die Kacke irgendwie zu behalten. Meine? Das ist wahrscheinlich nicht gut gewesen. Ja, ich hab da ein Handy für. So, oder eine Bonbon-Dosen. Du könntest übrigens mal was zu essen craften. Ja, kann ich machen. Ich nehme jetzt hier diese drei gegrilltes Brot noch raus und dann hab ich... Nee, ist doch für dich. So, ich hab noch genug Schisspulver. Ich hab auch Durchfall von dem Scheiß, ey. Ja, ich hab ja da hinten jetzt schon unsere kleine Farm angelegt. Aber was ich richtig gut finde, ist, dass es viele neue Rezepte gibt. Echt? Ja, also zum Beispiel Fischtacos und Chili Dogs und sowas, das finde ich ziemlich cool. Ich hab's doch schon immer. Nein. Wie nein? Doch? Nein. Ist ja echt schon ewig und 3 Tage. Diese Chili Dog Scheiße. Nein. Nein. Kann gar nicht sein. Unmöglich! So. Nee, das waren gleich 100. Wie viele Nägel brauche ich für einen und Schal? Mine. Bumm. Ach, shit, schon kurz nach 11. Eine Schießbrücke. Ja. Du musst gleich arbeiten. Boots! Ich muss gleich erstmal hauptsächlich in die Dusche springen, dann muss ich abwaschen. Und. Dann und dann fangst du ab. Dann. So Leute, ich werde mich mal aus dem Spiel verabscheuen. Ja, mach das mal. Ich baue jetzt hier. Ich baue jetzt Minen. Ich baue jetzt Minen, alles klar. Das wird super. Ich brauche nur noch Nägel. Und Schießpulver. Und dann werden wir für die nächste Blutnacht schön Minen haben. Machen. Dann bin ich weg. Zombies fliegen sehen. Michi, schön, dass du dabei warst. Till next time. Ja, ich wünsche dir viel Spaß auf Arbeit heute. Mach keinen Scheiß. Und halt die Ohren steif. Bis denn. Bye bye. Ja, und wenn wir schon dabei sind, ich werde mich jetzt auch, wie es sich gehört, um meine Familie kümmern. Ja. Ja, und ich komme mal einmal mit dem Mikro näher.
So, und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Wir haben schon wieder überzogen. Erst war zu wenig, jetzt zu viel. Scheiß drauf. Ja. Ja, ich hoffe, ich komme in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr dazu, mit Michi zu zocken. Und wenn nicht, dann müssen wir gucken, wie wir das vielleicht ein bisschen ändern. Aber das wird schon werden. Ne? Dieses Schichtgedöse ist auch irgendwann. Irgendwie spielen wir uns ein. Von daher, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Oder nicht, wie ihr halt so seid. Aber ich will es mal angesprochen haben. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.